Hallo mein Mann und herzlich willkommen zurück in der Arena von Pefki. Wir machen heute weiter mit der Quest. Sie wollen Blut sehen und werden jetzt den letzten Vorkämpfer besiegen, bevor wir weitermachen. Ich habe halt, wie gesagt, immer noch ein bisschen Angst, dass wir am Ende gegen Skura kämpfen müssen, weil er ist mir irgendwie ein bisschen ans Herz gewachsen. Er ist halt so ein Mensch, der ist auf dem Boden geblieben. Er hat seine Tochter, er hat das Kämpfen niedergelegt, hat allerdings damals in Persien schon gekämpft oder gegen die Perser und... Mal sehen, was noch kommt, was noch passiert. Ich gehe jetzt jedenfalls auf jeden Fall direkt hier zur nächsten Quest über und werde den letzten auf unserer Liste herausfordern. Wähle deinen Gegner. Da gibt's ja nur noch einen und zwar Vasilis, den König der Arena. Vasilis hat seinen letzten Gegner verschlungen. Ja. Und das werden nicht wir sein. Ich finde es ein bisschen gemein, dass man vorher noch so gegen viele Menschen kämpfen muss. Ich wette, die werden auch nicht einfach sein. Wollt ihr die Besten? Ich fragte, wollt ihr die Besten? Nein! Ihr die Besten? Nein! So, ich... Ah, ich finde die Synchronsprecherin von Cassandra so, so glorreich. Die bringt halt dieses Badass so geil rüber, ne? So, wer will noch? Du auch noch, komm her. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch mal. Aber das ist ja schon schön. Also die meisten sind schon ziemlich down von der Gesundheit her. Muss ich vielleicht gar nicht mehr so viel machen. Au! Sag mal. So, ich brauche mehr Energy. Give me some more Energy, damit ich für Runde 2 gewappnet bin. So. Ihr kennt das Spiel, wir wechseln wieder zum Hammer, weil der Hammer einfach geil ist. Warten, bis die sich alle so ein bisschen gesammelt haben und dann... Nein! Jetzt habe ich das Falsche ausgewählt, ich dumme Nuss! What I've done! So, jetzt aber. Eins. Zwei. Und drei. Und vier. Gott, ich liebe diesen Angriff. Ich gestehe, ich find's großartig. Oh, ich habe fast überhaupt gar keine Pfeile mehr. Liegt daran, dass ich gegen eine dieser mythischen Kreaturen gekämpft habe und das verlief jetzt nicht ganz so toll. Um dich kümmere ich mich gleich, Mäuschen. Okay, der will nicht. Hier, nimmst du Pfeile? Ja, du nimmst Pfeile. So, und wait. Den Dreierangriff, um wieder ordentlich Energie zu fahren. Auch wenn wir in der Theorie genug hätten. Aber ist ja wurscht, dann können wir den nämlich gleich in Runde 3 vielleicht sogar zweimal benutzen. Hörst du mal auf, du blödes Fu... Wow. Das war natürlich super. Also wirklich, der Hammer ist an sich ganz geil. Nachteil ist halt, dass er sehr, sehr langsam ist. Also ihr könnt nicht so schnell schlagen. Und das ist etwas, was mich auch ein bisschen nervt. Aber... Eins. Zwei. Drei. Und du willst sowieso... Oh, die wollen nicht alle. Ihr wollt mich, oder? Ich will nicht gegen Skura kämpfen. Ich weiß nicht. Also, vielleicht geht es euch genauso. Ich nehme das hier alles gerade in einem Rutsch auf. Ich will nämlich hier gerade im April fertig werden mit dem kompletten Let's Play. Weil ich halt ab Mai wieder arbeiten werde. Und dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit haben werde, um Let's Plays aufzunehmen. Aber ich möchte halt ungern die Projekte hier... unvollendet lassen. Also es reicht schon, wenn ich persönlich hier ein Projekt habe, das ich nicht beenden werde und das ist Hogwarts Mystery.
ist einfach darin begründet, dass ich nicht so viel Zeit habe, um permanent am PC auf den Nox-Player zu wechseln und über einen Emulator zu spielen, weil anders ist es leider für mich nicht möglich. Das ist nervig, das ist furchtbar nervig. Und ich habe auch nicht genug Geld, um vielleicht in einem Rutsch zu spielen. Deswegen Hogwarts Mystery nochmal so ganz offiziell wird nicht weiter fortgeführt. Und Vito hat ja auch 2, 3 oder 4 Projekte, die er noch nicht beendet hat. Also Sims, Kingdom Come Deliverance, Eldaria. Da ist er ein bisschen undisziplinierter als ich. Aber Assassin's Creed ist ein großartiges Spiel und ich will es auf jeden Fall beenden. Das ist mein großer Wunsch. Und halt dann auch gerne jeden Tag ein Part, so wie wir es halt früher auch schon immer gemacht haben. Aber ich hatte halt blöderweise nicht so wirklich viel Zeit, um das noch zu beenden. Aber jetzt nehme ich mir das Ganze und hoffe einfach, dass mein Plan so funktioniert, weil ich habe jetzt nur noch eine Woche frei und dann geht's los. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Aber ja. Also eventuell erscheint Assassin's Creed dann wieder wie gehabt ab dem 1. Vielleicht läuft es auch jetzt gerade schon wieder. Ja, jetzt gerade ist logisch, dass es, dass es läuft, so beim 5. Part. Und ich gebe halt, wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Versprechen kann ich aber nichts. So. Boof! Ich mag Pfeile. Komm mal her, Baby. Nein. 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 Nicht eieieiei. Stirb. Und du willst aus Sparta kommen? Ja, und ich bette, ich bin geiler als du. Okay, erstmal den hier. So. Jetzt kann ich das nochmal aufladen. Dann kann ich nämlich gleich nochmal ein drittes Mal angreifen. Mit dem Höchstgeschwindigkeitspuff. Oh, er ist aber ein harter Knochen. Also ich meine, 3 Höchstgeschwindigkeitsangriffe. Er pariert den Pfeilen ziemlich gut. Oh, er ist gut. Er ist nicht schlecht. Nein, 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 lass mich in Ruhe. So. Oh, er ist gut. Er ist wirklich gut. Er pariert gut. Autsch. Autsch. Ich fühle mich halt angezogen von den Dingern, okay? Autsch. Autsch. So, jetzt brennt er auf. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt schnappen wir uns hier unseren Hammer. Oder auch nicht. Weil ich glaube, ich werde ihn einfach komplett jetzt mit Leonidas Speer besiegen. Weil er ist ein Spartiat und ich finde, er verdient es, einer solchen Ehre zu unterliegen, mein Liebelein. Sieh es als etwas ganz Besonderes, als mein kleines Geschenk an dich, dass du mit dem Speer von Leonidas umgebracht wirst. Lol. Ich wollte gerade fragen, ist er da jetzt verbuggt? Erinnert mich gerade so ein bisschen an damals, als ich mal die Elder Scrolls gespielt habe. Das war eines meiner allerersten Spiele, die ich hatte. Und da gab es ja auch die Arena. Und in der Arena habe ich mich dann einfach immer auf so einen Holzpfahl hochgehangelt. Das war relativ einfach, dass man dann hochkommt. Und von dort aus habe ich dann einfach immer die Gegner erschossen. Weil ich verdammt feige war. So, dann nochmal der hier. Und nochmal Höchstleistung, also der steckt so viel ein. Das ist der Hammer. Aber das war's. Das war's.
Wir haben Vasalis, den König der Arena, besiegt. Und sollten jetzt eigentlich an der Spitze stehen, es sei denn, ich muss den Söldner auch noch besiegen. Aber ich glaube eigentlich nicht. Es ist ja nur die 5 Kämpfer der Vorrunde. Und nicht den Söldner, oder? Einen Glückwunsch, Söldnerin. Du hast alles bestätigt, was Meon und ich in dir sahen. Du bist zu Großem bestimmt. Danke. Ich bin hier fertig. Ich gehe. Das Leben vor den Arena-Toren ist nicht das Richtige für mich. Ich muss weiterziehen. Was, aber warum denn? Wo wirst du hingehen? Wo willst du jetzt hin? Was willst du tun? Ich muss nun das beste Leben führen, das ich kann. Wirst du deine Tochter sehen? Meine kleine Anea? Ja, ich werde sie sehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Skora. Das hoffe ich wirklich. Warum willst du die Arena jetzt verlassen? Es ist wegen dir, Söldnerin. Ich habe dich endlich in der Arena gesehen. Wie lange bist du denn schon nicht mehr da gewesen? Sehr lange. Aber jetzt bin ich doch sehr froh. Du hast längst vergessene Gefühle in mir geweckt. Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich verstehe, mein Freund. Freund? Nicht alter Mann? Nicht alter Mann. Freund. Oh, bevor ich gehe. Ich habe einen letzten Kampf arrangiert. Gegen den besten Arena-Kämpfer der griechischen Welt. Oh, scheiße. Es wird nicht einfach. Andererseits ist es in der Arena nie einfach. Bist du interessiert? Ach, das wird Skura sein. Es wird Skura sein. Ich habe lang in sich ruhende Gefühle erweckt. Und er wird garantiert kämpfen wollen. Und... Ah, ich will das nicht. Ich mache es. Ich habe Angst. Kann ich jetzt hier rein oder wie läuft das? Ah nee, ich muss da hinten. Okay. Vielleicht sind diese Arena-Kämpfe ja doch das Richtige für dich. Hallo? Ist das er hier dann? Oder mit wem muss ich reden? Wait, lasst uns mal ganz kurz gucken. Quests. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte das eigentlich echt nicht. Ich will das nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir mit der Hauptquest schon... Oder nicht schon weiter waren. Das werden wir dann auch nochmal gucken. Ich spreche ihn hier jetzt an. Ich tue das jetzt. Auch wenn ich Angst habe. Eklig. Bist du auf einen Kampf in der Arena aus? Mysteriöser Gegner. Oh Gott, ich will das eigentlich nicht, ne? Ich kämpfe gegen den geheimnisvollen Gegner in der Arena. Skura sagte, selbst die Götter würden für den hier jubeln. Oh Gott. Oh Gott. Leute, was habe ich getan? Hey. Skura? Nein. Sieh dir das an, Söldnerin. Spüre es. Alles, was ich je war, mündet in diesem Moment. Der Krieg, meine Zeit in der Arena, meine Tochter Anea und du, Söldnerin. Aber, warum? Und seine Tochter ist garantiert tot. Wetten? Seine Tochter ist tot und er will ihr nachfolgen. Warum machst du das? Ich kenne einen Weg. Dank dir kenne ich einen Weg, um wieder zu leben. Nein, weil du sterben wirst. Was ist mit Anea? Denk an sie, Skura. Seit ihrer Geburt habe ich jeden Tag an sie gedacht. Und jetzt mehr denn je. Wir müssen das nicht tun. Denk nochmal darüber nach. Du weißt ja nicht, was du tust. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Du wirst gegen mich kämpfen müssen, Söldnerin. Ich zögere nicht, dich zu töten, wenn du mich lässt. Ich kämpfe nicht gegen dich. Na schön, ich werde dich... Nein, ich will nicht gegen ihn kämpfen. Nein, ich kämpfe nicht gegen dich. Ich weigere mich. Dann willst du den Tod, Söldnerin. What? Wie jetzt? Nein!
Nein, ich will das nicht. Skura, ich laufe jetzt die ganze Zeit vor dir weg. Ich will dich nicht töten. Denk an deine Tochter. Nein! Skura, sei nicht dumm. Sonst erwartet sich das hier. Als Beispiel. Oder das hier. Sei nicht doof, Skura. Ich will das nicht. Vielleicht haben wir kurz vor seinem Tod ja nochmal die Möglichkeit, ihn zu verschonen oder so. Weil ich will das nicht. Au! Mei, spinnst du oder was? Aber auch er bekommt die Ehre. Er wird mit dem Speer von Sparta umgebracht. Von dem Leonidas. Nicht jeder hat eine solche Chance. Damit kann ich ihn betäuben. Feuerpfeile? Ich habe überhaupt gar keine Pfeile mehr, ey. Ich habe nur Betäubungspfeile. Betäubungspfeile! Warte mal, kann ich hier jetzt... Ja, guck mal. Wir können jetzt hier mitten in der Schlacht nochmal ganz kurz neue Pfeile herstellen. Nehme ich die hier mal, weil die sind ganz cool. Die dringen halt tiefer ein. Ah, autsch! Mann, Skura! Ich will das nicht! Ich will das nicht. Ich mag das nicht, dass wir dazu gezwungen sind, ihn zu töten, weil er ist so süß. Aber ich habe es mir schon gedacht. Ich habe es mir gedacht. Ich habe es euch in dem Part hier vor schon gesagt, dass wir das garantiert machen werden müssen. Oh, Skura, sei nicht so doof. Nee, das war falsch. So, da. So. Autsch. Also er kommt auch echt gut ran. Er ist nicht schlecht, aber er ist nicht so gut wie der 50er, den wir vorher hatten. Sagte sie und wurde von dem Speer getroffen. So, warte. Den letzten Streich versetzen wir ihm damit und ich gehe schon mal raus. Es tut mir leid, Skura. Nicht schlecht für einen alten Mann. Nein, gar nicht schlecht. Das hättest du nicht tun sollen. Nein, wir loben ihn nochmal. Nicht schlecht für einen alten Mann. Wirklich nicht schlecht. Das dachte ich auch. Was ist mit Anea, deiner Tochter? Anea ist tot. Sie ist seit 9 Jahren tot. Das habe ich mir gedacht. Und als du sagtest, du wirst sie wiedersehen? Ich hatte Angst, dass sie sehen würde, was aus mir geworden ist. Ein nutzloser, alter Mann. Doch du hast mir einen Weg aufgezeigt, wie ich ihr Stolz gegenübertreten kann. Oh Gott. Held der Arena. Glaubst du, sie wäre stolz? Ja, auf jeden Fall. Sie wäre stolz. Ich wäre es. Ich erzähle ihr von der neuen Heldin in der Arena. Einer ehrbaren Kämpferin. Oh. Ich danke dir, Freundin. Oh Gott! Oh Mann. Oh Mann, das ist doch scheiße. Oh, haben wir jetzt noch ein Gespräch mit Mayon? Oh, bitte, ich brauch jemanden zum Reden. Mayon. Friedlich, nicht wahr? Das ist es, worauf wir alle hoffen. Frieden und Respekt. Wie verdient man sich das? Frieden. Und Respekt. Wenn wir tot sind, müssen unsere Taten für uns sprechen. Sie definieren uns und unser Vermächtnis. Was zählt ist, wie man sich an uns erinnert. Wie wirst du dich an Skura erinnern? Er ist mein Freund. Als einen Helden, als traurigen alten Mann. Als Helden, nein. Ich meine, er hat trotz seines Alters hat er sich noch einmal da reingewagt und hat es noch einmal getan und obwohl er wusste, dass er sterben würde und seiner Tochter dann gegenübertritt und... Oh Gott!
Ich erinnere mich an ihn so, wie er war. Ein Held der Arena. Und ein Freund. Hat er Lidschatten drauf? Das Publikum gibt niemals Ruhe. Willst du mit mir zur Arena zurückkehren? Ich gehe zurück zur Arena mit dir. Ich bleibe hier. Geh nur. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier. Oh, Skura. Können wir hier jetzt um Skura trauern? Ist hier irgendwo das Grab von Skura? Nee, das ist der Athena. Können wir hier irgendwo Skuras Grab anschauen? Als Interaktion, dass wir nochmal mit ihm reden können? Vielleicht hier unten? Skura, ich möchte dir Blumen bringen. Oh Mann! Valky ist frustriert und traurig, weil sie ihn nicht umbringen wollte. Nee. Schade. Ich hatte gehofft, man könnte hier vielleicht nochmal interagieren. Und mit Skura sprechen. Schade, schade. Aber, Ladies and Gentlemen, wir sind durch mit der Arena-Geschichte. Wir machen heute den Part so wie sonst auch immer um die 20 Minuten. Dementsprechend werden wir am Ende angelangt. Beim nächsten Mal würde ich in der Hauptstory weitermachen wollen. Blumen für die Toten, Rache wird kalt serviert. Also wir haben hier halt noch ganz, ganz viele Nebenquests. Aber bevor wir damit weitermachen, würde ich halt erstmal einen Part der Hauptstory weitermachen wollen. Und dann können wir immer noch dann wieder zwei Parts mit Nebenquests und dann wieder Hauptstory und dann wieder Nebenquests, weil es gibt unglaublich viele. Aber vielleicht werde ich auch ein paar einfach so nochmal machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein blutiges Fest mal schon hatten. Also nachdem wir uns den Olympiasieg gesichert hatten, dass wir dann nochmal mit den Königen sprechen. Das muss ich nochmal nachverfolgen. Wenn wir das gemacht haben, dann war es in den letzten 5 Parts ein Part davon. Woran ich mich jetzt allerdings nicht mehr erinnern kann. Also das werde ich nochmal nachschauen und je nachdem, wo wir da geendet haben, werde ich dann auch wieder reinspringen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und dann sehen wir uns morgen wieder. Und nicht vergessen, nichts ist wahr. Alles.